Ich habe weder Kosten noch Mühen gescheut und habe einen Potpourri der schauerlichsten Gestalten, einen bunten Blumenstrauß der übelgesinntesten Schurken für Sie zusammengestellt. Bösewichter aus der Historie, aus Literatur, Film und Fernsehen, aber auch die Nervensägen des Alltags. Jetzt haben Sie gerade gedacht, woher kennt er meine Frau, ne? Kennst du die? Kennst du die? Ja, die kennst du auch. Kennst du die? Kennst du die? Ja, die kennst du auch. Ich meine die, die im Kino hinter dir so laut Popcorn essen. Ich meine die, die im Kino ihren Arm fest auf deine Lehne pressen. Ich meine die, die auf der Rolltreppe immer links stehen. Ich meine die, die auf dem Gehweg dir nie aus dem Weg gehen. Und die Akkorde und Asylanten in der Stadt, die nur zwei Lieder spielen können. Und die, die dir erzählen, was sie machen, wenn sie eine Million gewinnen. Ich meine auch die, die Junggesellenabschied feiern mit Mitmachspielen. Und auf dem Männer-WC die Klofrauen die Putzen und herüberschielen. Und alle Banker, Börsenheilis muss man hier pauschal benennen. Sag mir nicht, du würdest die nicht kennen. Doch die allerschlimmsten, das sind die, die sich über alles und jeden beschweren. Sie schreiben einfach eine hübsche Melodie und einen Klagetext, mit dem sie belehren, als ob sie besser wären. Jetzt müssen sie eigentlich alle mal so wow machen. Können sie mal sagen, wow, sie kennen die offizielle Horrorpose? So, wow. Können sie es alle mal machen, so im Notfall kurz den Nachbarn nochmal angucken, so, wow. Dürfen Sie heute Abend beliebig in das Programm einbauen. Ich würde jetzt gerne am Anfang so einen kleinen Eignungstest machen und gucken, ob Sie auch so ein bisschen Dreck am Stecken haben. Haben wir heute Abend einen Finanzbeamten? Ist ein Finanzbeamter hier? Keiner? Wunderbar. Steuern muss man zahlen. Bitte jetzt die Hand mal heben. Wer hat bei seiner Steuer mal nicht alles angegeben? Er hier meldet sich. Und ihm sieht man es auch an, oder? Selbst Fernsehgucken kostet Geld. Ich will euch jetzt nicht schelten. Alle, die nicht bei der GEZ gemeldet sind, mal melden. Welche Frau von euch war schon mal auf einem Männerklo? Welcher Mann schaute der Frau schon mal auf den Popo? Ach komm! Wer hat sich aufgrund von Alkohol mal übergeben? Gott, wo bin ich hier heute Abend hergeraten? Alle mit Achselschweiß den Arm mal bitte heben. Oder vielleicht besser doch nicht. Mich faszinieren ja die wirklich bösen Schurken. Weil die immer die kreativsten Ideen haben. Banker. Auch Banker, ja. Ich find manche von diesen richtig bösen Bösewichten sogar ziemlich sexy. Mein erster Kuss. Wirklich wahr, ich war damals 15. War bei einem Videoabend mit meiner damals Angebeteten. Ich legte Nightmare 4 mit Freddy Krüger rein und es hat funktioniert. Souvenirs, Souvenirs aus Sodom und Pyongyang. Von Yoko Ono einen Pinsel und einen Brief vom dritten Mann. Freddy Krügers Nagelschere und Mängele den Krankenschein. Souvenirs, Souvenirs. Lotte Lenias Schuh, Charles Mansons Kamm, von J.R. Ewing einen Stetson und von Alexis einen Schwamm, vom Gutenberg den Tischkopierer, von Moriarty eine Spur, von Jan Ulrich einen Impfpass mit echter Signatur. Kommen wir nun
zum kulinarischen Teil des heutigen Abends. In Hannover an der Leine, rote Reihe Nummer 8, wohnt der Kannibale Hamann, der so manchen umgebracht. Aus den Augen macht er Sülze, aus dem Hintern macht er Speck, aus den Därmen macht er Würste, den Rest den schmeißt er weg. Warte, warte, nur ein Weilchen, bald kommt Hamann auch zu dir. Mit dem kleinen Hackebeilchen macht er Hackefleisch aus dir. Dr. Lecter ist ein Vorbild, er geht immer raus zum Rauchen. Er berät sogar die Kripo und das kann sie gut gebrauchen. Ganz Baltimore ist bang vor einem wilden Menschenfresser. Und der Doktor hilft beim Suchen, doch im Ernst, er weiß es besser. Es ist angerichtet, das Hors d'oeuvre Esprit als Ragouffin, das Entrechaude Herz mit Camembert, als Relevé Leber mit Fava-Bohnen und dein eigenes Hirn gibt's als Dessert. Warte, warte, nur ein Weilchen, dann kommt Hannibal zu dir. Stets bereit, wenn du es auch bist, es steckt auch Haute Cuisine in dir. Quiz mit dem Thema Schurken in Film und Literatur. Ich bin der Zorn Gottes. Die Erde, über die ich gehe, sieht mich und bebt. Wer aber mir und dem Fluss folgt, der wird unerhörten Reichtum erlangen. Wer aber desertiert, den soll der Blitz beim Scheißen treffen! Am Set, die später naturbelassen in den Film hineingeschnitten wurden. Weiß es jemand? Ich hab's schon gehört. Ja, ich bin Klaus Kinski! Ich bin das klägliche Ende eines jeden harmonischen Drehtages! Der Gott sei bei uns effiziente Atelierarbeit und mimischer Zwischentöne! Der große Bürgerschreck einer Ära, in der schon das Wort Arsch in einer Fernsehbewerbung zum sofortigen Einsturz aller Sendemasten geführt hätte. Arsch! 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 Diamonds are forever, but that's not all that could please him. He never says never, but wants it all. He looks for trouble, knows how to fight heroes double. Schon den künftigen Herrn der Welt. Dabei wissen Sie nicht, dass ich Sie doch jetzt gepackt habe. Nirgends werden Sie Zuflucht finden vor meiner Lache. Hören Sie, Doktor, ich weiß, wen Sie anrufen müssen. Die mächtigste Frau der Welt, Angela Merkel. Ich gebe Ihnen mal die Durchwahl. Oder warten Sie, ich verbinde Sie direkt. Ja, ist gut.
Peter Altmaier. Das ist Dr. Fu Manchu. Ich habe eine wichtige Nachricht für Frau Merkel. Frau Bundeskanzlerin, eine Nachricht von einem verrückten Superschurken. Das hatten wir nicht mehr, seit Franz Josef Strauß Verteidigungsminister war. Trüttelzähne. So von meiner Frau, frisch der Morgen grau, und der Fisch hat noch sich verzieht. Das Gefleisch zerrinnt, in der Karte dringt, und der Kuhl vor dem Lichte flieht. Der Kuhl vor dem Lichte flieht. Was führen Sie die Magie der Worte? Das ist die Sinnfrage für das ganze Programm. Man hat es schon nicht leicht als Monster, ne? Ja, will man Leute erschrecken, dann ha ha ha. Gucken Sie sich mal selbst an. Selber ha 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 ha. Freuen Sie sich nun auf den nächsten Musical-Horror-Schocker aus dem Hause Disney. Frankie Boy, the Self-Made Monster. Wir befinden uns im Jahre 1850. Armut, Kacke, blühender Aberglaube, erbärmliche hygienische Verhältnisse. In einer besonders üblen Gewitternacht wird nun dem Flickwerk Leben eingehaucht. Blitze zucken, es knallt und zischt und schließlich erhebt er sich. Der Doktor ist zufrieden. Ja! Ja, 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 himmlisch! Der Doktor gibt seinem Geschöpf den Namen Boris Lugosi Gonzales Kalmund Ochsenknecht. Sie haben sich ja vorhin schon so wunderbar gemeldet, ganz am Anfang. Vielleicht mal alle Hundebesitzer mal bitte kurz die Hände heben. Alle Hundebesitzer mal kurz die Hände heben. Diese langsam zu den Ohren führen. Und beim nächsten Lied ganz, ganz fest die Ohren zuhalten. In der Hundemetzgerei gibt's eine manche Leckerei. Pudelkopf auf Oma-Art, Welpenfleisch besonders zart. Bernardiner in der Dose, Pitbull-Terrier mit roter Soße. Dackelfleisch als Hotdog, Pekinese für den Wok. In der Hundemetzgerei gibt's eine manche Leckerei. Weißt du? Hotdogs kaut? Meine Augen schauen dich an und erblicken deine ziemlich große Nase. Ach, dein Doppelkinn ist doch nur glitzerklein. Zumindest rede ich mir das immer ein. Ich mag es, wenn ich mich rasier und du mich betrachtest. Dann fühle ich mich wie ein echter Mann. Du bist zwar nicht ganz hässlich, doch guck mal deine Schwester, die hat wie du die gleichen Gene. Das zeigt doch, dass man da mehr rausholen kann. Augen schauen dich an und landen in dem Tempel deiner Lenden. Intimrasur nach Jahren wär sicher nicht verkehrt. Dort wo ein Dickicht den Direktzugang verwehrt. Du wirst alt und bequem, warst du auch früher jung und wild. Und voll Wehmut erblicken meine Augen dich. Du, mein eigenes Spiegelbild.
kommen nun zur Gretchenfrage des heutigen Abends. Wer von euch glaubt an den Satan, an den Teufel? Alle mal die Faust heben. Und wir recken natürlich im Rhythmus weiter. Schön das Teufelszeichen gen Himmel. Und auch gern so ein bisschen Headbanging so dazu, ne? Ich sah Freispruch für Sünder, Kreuzzüge für Kinder. Ich hab mich von den Plagen sehr schnell befreit und beinahe feierlich war der Weltkrieg für mich. Da, die gute alte Zeit. Ich spreche